Hallo, ich bin Carsten in Lage und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Ich bin heute im Ziegeleimuseum, im LWL Industriemuseum in Lage. Also ich bin mal wieder Richtung Teutoburger Wald gefahren. Hier gibt es eine alte Ziegelfabrik zu besichtigen, nebst Fabrikantenvilla. Ich habe gedacht, das schaue ich mir mal an. Ja, wenn ihr euch wundert, warum ich dieses Jahr so viele Museen besuche, ich habe mir halt diese LWL-Museumskarte dieses Jahr gekauft, wo man quasi in alle LWL-Museen und LVR-Museen freien Eintritt bekommt. Und naja, das muss sich auch lohnen, ne? Und ich denke mal, auf die kleinen Museumstouren nehme ich euch gerne mal mit. Das könnte für den einen oder anderen auch interessant sein. Ja, interessant. Scheinbar kann man hier sogar heiraten. Ja, hier befinden wir uns im alten Tagelöhnerhaus. Hier gibt es so niedrige Decken, dass ich hier auch nur zwischen den Balken aufrecht stehen kann. Ja, hier gab es dann die große Diele und hier unten wurde dann auch noch das Vieh gehalten im Haus. Und neben den Schweinen gab es dann hier auch direkt den Abtritt. Hier steht jetzt die Fabrikantenvilla und da kann man auch rein. Schaue ich mir das jetzt mal an. Ja, aus der Villa heraus hatte die Familie Beermann natürlich auch immer den Blick auf ihre Ziegelei.
Selbst wenn der Chef mal nicht da war, war der Chef da. Ja, jetzt befinden wir uns hier quasi im Inneren eines Brennofens. Und also hier an der Wand kann man vielleicht erkennen, wie heiß es hier auch mal werden kann. Dass hier selbst die Ziegel auch mal schmelzen. Hier kann man sehen, wie die Ziegel hier in der Brennkammer geschichtet wurden, so dass sich die Hitze gleichmäßig zwischen den Ziegeln verteilen konnte. Da musste man schon ganz schön fummeln, bis man das auch noch einigermaßen schnell so setzen konnte. Die Abstände zwischen den Ziegeln mussten natürlich auch alle möglichst gleich sein, um wirklich eine gute Hitzeverteilung gewährleisten zu können. Ja, dies ist die andere Seite von dieser Wand, sage ich jetzt mal so, die wir gerade sehen konnten. Und es handelt sich hier um einen sogenannten Ringofen. Und der wurde wohl auch mit Koks und Briketts befeuert. Und hier ist dann auch die Feuerstelle zu sehen. Wird tatsächlich auch der Herd genannt. Ja, vorhin, als ich draußen an dem Ofen vorbeiging, sprach mich da so ein netter Mitarbeiter an, ob ich mal einen Blick in den Ofen werfen möchte, weil der war gerade dabei, Ziegel aus dem Ofen herauszunehmen. Und diese werden hier auch tatsächlich noch verkauft. Das heißt also, es ist zwar ein Museum, aber noch lange keine tote Fabrik. Und hier kann man mal sehen, wie die Ziegler damals gelebt haben. Stockbetten, ein Köfferchen und ein Spind. Strohsack, viel mehr war da nicht. Wir befinden uns hier in der Maschinenziegelei und hier wurde dann der Lehm zu so rechteckigen Endlosziegeln gepresst und die wurden dann hier vorne mit einem Draht geschnitten in die normale Ziegelform. Ja, hier geschnitten ging es dann weiter über so ein Rollband, wurden hier schon direkt auf die Bretter gestapelt und hier dann auf die Wagen gestapelt, wo es dann zur Trocknung ging. Hier war dann das Sammelgerüst, wo dann auf den ganzen Etagen die
Ziegel gesammelt wurden und dann zur Trocknung gefahren wurden. Hier kam dann der Lehm von den Feldbahnen draußen an und kam dann hier in den sogenannten Kollergang. Und hier im Kollergang wurde von diesen tonnenschweren Gewichten der Lehm durch diese Siebscheiben gepresst und gequetscht. Und von hier aus ging es dann weiter nach unten in die Presse, wo die Ziegelrohlinge hergestellt wurden. Ja, eigentlich hätte ich wohl hier oben anfangen sollen, am sogenannten Kippboden. Da kann man auf der Kamera nicht so gut sehen. Über diese schiefe Ebene werden die Loren hier hochgezogen. Und hier über die Fließbänder geht es dann vom Kippboden zum Kollergang. Den können wir von hier oben noch sehen. Ja, hier liegen die Ziegelrohlinge jetzt zum Trocknen, bevor sie dann hier im Ofen gebrannt werden. Ja, jetzt wird es auf einmal ganz schön dunkel und windig. Na gut, dass hier überall Gebäude und Dächer sind, dass man sich hier auch problemlos unterstellen kann. Hier kann man sich, wenn man möchte, auch selber Ziegel herstellen. Beziehungsweise war hier vorhin, als ich schon mal hier vorbeikam, gerade eine Schulklasse dabei. Ja. Und hier ist eine Grube voll mit Lehm. Da darf man dann barfuß rein, um sein Lehm zu stampfen und sich seine Portion herauszuholen. Und die sogenannten Besuchersteine, die kann man dann auch hier ablegen. Die werden dann, die sind noch ganz frisch hier, noch mit Namen versehen. Und die werden dann wohl auch nicht weggeschmissen, weil hier vorne sind auch noch welche zum Trocknen. Und die rote Farbe bei diesen hier sagt mir, dass die schon fertig gebrannt sind. Ja, und die werden dann tatsächlich hier auch nach Namen sortiert aufbewahrt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man sich die dann irgendwann hier abholen kann, weil diese Steine hier sind alle von 2016, so wie es ausschaut. Steht an dem Regal vorne dran. 2014 sehe ich da auch noch. Ja, das Wetter wird und wird nicht besser. Ich glaube, das soll es dann mal für heute mit meinem Museumsbesuch gewesen sein. Es fängt jetzt auch schon ganz leicht an zu regnen. Mal schauen, ob ich hier noch was zu essen kriege. Ansonsten sage ich mal danke fürs Reinschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.